Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute am Techniksonntag beschäftigen wir uns mit der Technik, die ich euch am Donnerstag, den 30. November gezeigt habe in einer Geburtstagskarte. Genau, dort wurde nämlich eine winterliche Geburtstagskarte gewünscht, die habe ich gemacht und heute, Sonntag danach, zeige ich euch in unserem Technik Spezial. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abwesend heute. Das ist eine reine Katastrophe, heute Videos aufzunehmen. Ich habe das vorhin schon mal versucht, da hat der Nachbar irgendwie 20 Löcher in die Wand gebohrt. Der nächste Versuch endete damit, dass die Müllabfuhr hier erschien und rückwärts in die, ich wohne ja in der Sackgasse, rückwärts in die Sackgasse einfuhr. Und wenn so ein großes Auto rückwärts fährt, dann piept das ja wie Hulle. Jetzt marschieren hier die ganze Zeit irgendwelche Leute durchs Treppenhaus und knallen die Türen. Also seht es mir bitte, bitte nach, wenn hier irgendwelche Geräusche sind. Ich krieg's heute einfach sonst nicht hin. Also, ich versuche das jetzt nochmal. Wir machen heute die Technik von Freitag. Und dazu brauchen wir einfach Alufolie, eine Karte, Farbe, Schere, fertig. Ich zeige euch ganz schnell, wie es geht. Also, wir nehmen die Alufolie. Schneiden uns einfach hier so ein Stück ein und können dann einfach so ein ganzes Stückchen abziehen und so ein Knuschel davon machen. Das machen wir dann gleich nochmal. Mit den Tücken der Alufolie, Frischhaltefolie. Also hier unten schnipp, so ein Tücken abschneiden, dann kann man es schön auseinanderziehen. Ist auch nicht schlimm, wenn das schon kruschelig ist, weil wir wollen es ja auch kruschelig haben. So, Schere weg. Dann machen wir einfach unsere Farben auf. Heute arbeite ich mit Currygelb und mit Kürbisgelb. So. Jetzt kruscheln wir das nochmal schön zusammen. Einfach irgendwie, dass wir nicht gerade eine glatte Fläche haben, sondern dass wir tatsächlich so richtig kruschelt haben. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also einfach zusammenknautschen. Wir fangen mit der helleren Farbe wieder an. Dann ditchen wir hier einfach in die Farbe rein und dann geht das hier ditch, ditch. Das ist, glaube ich, eine der einfachsten Techniken, die ich bei Stamping Up kenne. So, auch hier mit dem anderen nochmal, nicht, dass eine glatte Seite da ist, einfach zusammenfalten und krüscheln. Das Ganze dann in der Kürbisgelbfarbe. So, und so entsteht ein Hintergrund. Wenn das jetzt zu dunkel wird, können wir natürlich noch mal mit der hellen Farbe ein bisschen nacharbeiten. Und fertig ist der Hintergrund. Au, habt ihr gesehen? Für die, die meine Nägel immer so schön beobachten, im Moment. Ich muss unbedingt wieder hin und reklamieren. Da ist ein Stück abgeplatzt. Ganz schlecht, weil so sieht man es nämlich. Ganz furchtbar. Das schaffe ich aber leider erst übermorgen, weil ich noch so viel zu tun habe. Und darum müssen wir da heute mit leben. Also, so, wir verstecken den Daumen und nehmen den Zeigefinger. So, das war die Technik. Natürlich habe ich auch eine Karte für euch vorbereitet. Das ist in diesem Fall diese hier.
Ich hoffe, sie gefällt euch. Das war der Technik, das Technikbuch Sonntagsvideo. Ich wünsche euch heute einen tollen ersten Advent und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder, wenn es dann heißt Acrylblock-Technik. Bis dahin, alles Liebe und einen schönen Sonntag. Tschüss!